Willkommen zu unserem zweiten Teil vom Eleanor-Projekt. Ja, wie ihr seht, hat viel getan. Wir sind am Komplettieren, wir sind am Zusammenbauen. Die Streifen waren noch nicht drauf gewesen, gell? Das haben wir jetzt drauf gehabt und sind am Zusammenbauen. Also das Auto wird jetzt wieder komplett zusammengestellt mit der Front, mit Scheinwerfer. Die komplette Technik kommt wieder rein. Ja, der Tankdeckel wurde dran gebaut und gemacht. Das Auto wird jetzt komplett zusammengebaut. Eigentlich morgen haben wir einen Kundenbesuch da, morgen kommt der Kunde und tut erstmal das Auto abnehmen. Der hat die Lackierung noch gar nicht live gesehen. Der hat das bis jetzt immer nur auf Bilder gesehen oder wir haben Muster, ein Lackmuster geschickt auf einen alten Kotflügel. Ja, morgen bekommt das Auto oder er sieht das Auto erstmal live. Ja. Was haben wir jetzt alles gemacht? Alles zusammengebaut. Ja, alles zusammengestellt. Also wie gesagt, Lampen, das Auto komplettiert, gell? Der Motor war ja draußen gewesen, Motor wieder eingebaut. Das hört sich jetzt alles erstmal so larifari schnell an. Aber dauert seine Zeit, ja. Die Felgen angepasst, Reifen erstmal alles montiert. Wir hatten hinten hatten wir erst noch eine andere Einpresstiefe gehabt bei den Felgen, waren nicht ganz so zufrieden. Und wenn man jetzt mal gucken tut, wie die Felgen drin stehen, also stehen bombisch drin. Ja. Also es ist wie der Zug mal als die Radläufe, wie gesagt, für die Felgen gemacht und nicht andersrum. Ja. Sieht top aus. Ja. Ja, die Jungs tun jetzt gerade noch, wie gesagt, noch ein paar Sachen fettschreiben. Der Kunde will morgen sich erstmal in sein Auto reinsetzen und gucke, ob das mit der Beinfreiheit klappe tut und was. Und also wir passen den Sitz an. Was sind so für technische Veränderungen hier gemacht worden? Ist das so quasi serienmäßig mit der alten Bremse oder habt ihr an der Bremse was verändert? Nee, wie ich gesagt habe, ja, im ersten Video, das Auto war eigentlich schon eine super Basis dafür, so ein Umbau. Gell? Hat schon eine BR-Bremsanlage drauf gehabt, vorne und hinten. Hat schon einen Coilover-Dämpfer vorne gehabt, also Gewindefahrwerk vorne. Und hat schon ein Top-Fahrwerk gehabt. Ja? Also das Auto hat ja vorher die 500 PS schon gehabt. Wir hatten den ja auf dem Prüfstand gehabt. Und das Auto ist so gefahren. War halt ein 68er Fastback in Rot im sehr guten Zustand. Ja? Und der Kunde hat sowas gesucht gehabt für sein Eleanor-Projekt. Das heißt, eigentlich war jetzt in Anführungszeichen der Bodykit und so ein paar Feinheiten noch dran. Gell? Das Auto bekommt ja jetzt noch eine Abgasanlage, wo wir zusammenarbeiten mit der Firma PX. Wo wir schon mit dem Mercedes-Video, weißt du, wo wir gemacht haben, die Firma baut für uns die Abgasanlagen. Da kommt jetzt eine Abgasanlage, eine Klappenanlage auch dran. Er hat ja Sidepipes. Ja, ich weiß nicht, ob du schon abgefilmt hast. Ja. Ja. Also da kommt er noch hin. Das gibt es im dritten Video dann. Und das Auto geht auch nochmal zum Sattler. Der hat jetzt zwar die Sitze schon gemacht gehabt, dass wir anpassen können, aber es wird der Teppich wird noch neu gemacht, Sonnenblenden und die Türverkleidung. Ja, dass das halt alles passend ein Design ist. Ja. Willst du sonst sowas wissen? Ja, also, ja, wie gesagt, ich meine, das hört sich erstmal so leicht an, aber Motor war alles draußen gewesen und haben so einfach mal die Technik überholt und das Bodykit dran gemacht, ja, alles anzupassen. Wir haben ja gesagt, es war nicht so einfach gewesen und wir haben es vor allen Dingen auch haltbar gebaut. Also es ist jetzt nicht einfach nur alles dran geklatscht und gespachtelt worden, dick gespachtelt worden, es ist echt so angepasst. Wie ich gesagt habe, der Jens hier, er hat die Ecken drüben angepasst, ja, was eine Heidenarbeit war. Ich glaube, der hätte jetzt, oder in den USA, bin ich für sehr davon überzeugt, dass der hinten die Ecken so dran war und der Rest hätte die Spachtel gemacht. Und das wollten wir halt hier bei dem Auto nicht, ja. Aber komm, ich zeig dir nochmal was. Komm, kannst du nochmal mitkommen? So Sachen hier wie die, es passt echt ins Spaltmaß, ja, so wie mit der Stoßstange hier. Das ist echt eine, ja, das haben wir extra, das hat uns so nicht gefallen gehabt. Normalerweise kannst du hier von hier oben, kannst du in die Stoßstange reingucken. Mhm. So ist es auch bei den ganzen Eleanor-Kits, die ich bis jetzt gesehen habe. Das haben wir, wie gesagt, zugeschweißt, ordentlich angepasst. Und die Stoßstange hat auch keine Halter mehr. Also normalerweise hast du ja wie Schlossschrauben hier, die die Stoßstange halten. Die Träger sind unten drunter und die werden mit Schlossschrauben hier wie festgemacht. Ja. Das soll mir eine cleane Optik haben. Ja. Den Rest seht ihr im dritten Video, da ist dann auch die Übergabe geplant ist. Also das heißt geplant ist, das Auto wird übergeben bei uns am Tag der offenen Tür. Ja. Am 7.5. übrigens, wo wir die Werbung machen für unseren Tag der offenen Tür, wird das Auto dem Kunde übergeben. Ja. Dann gibt es nochmal ein Abschlussvideo, was ihr seht. Und dann wird geil. I can't get up, keep it buzzing, keep it changing, elevate. He don't let me see you, they my rhythm changing, elevate. I can't get up, keep it buzzing, keep it changing, elevate. He don't let me see you, they my rhythm changing, elevate. I can't get up, keep it buzzing, keep it changing, elevate.
Wenn sie die Brücken, die du kennst, sie umgeben, aber wenn sie die Zähne kriegen.